ja, ihr seht hier eine Menge Müll. Und was ist da drin? Eine Menge Adco-Booster. Ich habe ja ein Video dazu vor ein paar Displays geöffnet. Und was war natürlich in diesem Set drin? Eine ziemlich coole Karte für das coolste Deck des ganzen Formates. Und zwar Girsu. Den erkläre ich euch gleich, denn ich werde euch heute ein Arcus-Deck vorstellen, wie ich das Deck spielen würde. Willkommen zum Arcus-Deck-Gefall, worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Ich präsentiere euch eine Going-First-Control-Liste. Ich finde, das ist halt eine sehr angemessene Liste, mit der man spielen kann, wenn man First gehen möchte mit dem Deck. Man kann natürlich auch Second gehen, das ist nicht ausgeschlossen, vor allem mit Girsu, die neue Karte aus dem Set. Ich bin super, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt Girsu haben in diesem Spiel. Das macht das Deck einiges besser. Bringt auch einige Vorteile mit sich, da wir halt jetzt mit Crescendo viel mehr Value haben. Fast so ähnlich wie als würde man Hardpower adden mit Crescendo. Es ist einfach eigentlich noch krasser, weil Girsu einfach unser Armageddon Knight ist, unser Team interner Armageddon Knight. Das ist halt ziemlich cool. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Deckprofil. Ziemlich obvious mit 30 Curve Recycler, die man schon ganz vorne gesehen hat. Und natürlich auch im Intro gesehen, 3 Girsus. Das ist eine neue Karte aus dem Set. Wie gesagt, es ist wie ein Armor Knight. Wenn sie normal durchgespielt habe schon wird, können wir ein Orkust oder ein Legacy Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Und falls zwei oder mehr Karten in derselben Spalte sind, haben wir diese Mech Knight Mechanik. Dann wird sie zum Tuner. Damit kann man eigentlich ziemlich coole Sachen machen mit Heike Fibrax. Aber auf Sachen wie Heike Fibrax, Union Carrier, Buster, was weiß ich was, verzichten wir mal auf diesem Bild komplett, denn ich möchte euch, wie gesagt, eher eine Control-mäßigere Variante zeigen, die mir viel eher gefällt. Auf jeden Fall, Girsu ist eine super Norm zusammen. Außerdem, falls Girsu das einzige Monster auf dem Spielfeld ist, sofern ich es richtig gelesen habe, genau, dann darf sie auf deiner Spielfeldseite, darf er auf deiner Spielfeldseite und auf der gegnerischen Seite ein Token beschwören. Diese Token Stufe 1 Dark, wir müssen halt den Token weglinken für Link Horibo, damit wir legal Galatea machen können. Aber selbst mit einer Norm ist am Girsu und wenn der Effekt halt durchgeht, haben wir an sich eh schon Galatea. Aber an sich haben wir dann einfach mehr Ressourcen. Das ist halt richtig cool. Eine super Karte, die man specialen kann, von Friedhof über Skeleton, um im gegnerischen Zug was einsetzen zu können, wie Orcus Sniper zum Beispiel. Oder wir können die von Hand specialen im gegnerischen Zug, das ist ja noch krasser. Das macht ja Best Bombardier noch mächtiger. Eine super, super coole Karte auf jeden Fall. Damit kann man viele coole Sachen machen. Nachdem ich das Main Deck gezeigt habe, zeige ich euch weitere Ideen, was ihr da in dem Deck reinwerfen könnt. Also ich spiele halt noch 3 Nightmares, 3 Skeleton, 1 Blast Bombard, ich spiele 3 World Wands, weil 3 World Wands sich viel besser anfühlen im Grind Game. Und da kannst du halt viel besser mit den Ressourcen arbeiten, musst dir keine Sorgen machen, dass da irgendwas verschwindet. Ich liebe World Wands, super Extender an sich, weil er sich selbst specialen kann, wenn ein... Also der Effekt ist halt, dass wenn der auf den Friedhof kommt, kannst du ein Red Legacy Monster von Hand specialen. Du bist dann immer noch nicht auf Dark to Lock, aber das ist an sich ziemlich cool, dass du halt diese Option hast. Gib dir einfach ein extra Monster zum Arbeiten oder zum Tributieren für Return, wenn wir eher Karten ziehen möchten, was in manchen Fällen eher Worth ist, als Babel zu legen. Sowas gibt's halt, und dann, wenn es zum Beispiel schon Babel hat. Außerdem gibt es uns die Option, dass wir halt den Girsu regulär beschwören können, weil Girsberg ja auch Stufe 8 ist. Das ist halt auch ziemlich cool anzumerken. Und ja, ansonsten, man sollte 3 Nightmares und 3 Skeletten spielen, das ist Fakt. Ihr könnt von mir aus auch 2 Breast Bombard spielen. Moment, den lege ich jetzt mal kurz raus, um das ein bisschen genauer zu erläutern. Die Sache ist die, wir haben jetzt Girsu, wir haben... Das löst quasi so ein bisschen die Funktion von Best Bombarder, dass man den weglinkt für Link Horibo, den dann bändigt und dann Nightmare beschwört. Aber an sich
ist die Option immer noch gegeben, wenn man halt diese Kombination hat. Ist halt cool. Aber ich finde, es ist nicht mehr nötig, den noch auf 2 zu spielen, wenn man jetzt diese Liste spielt. Wenn man halt mit Heike-Vielpax spielt, dann natürlich 2. Weil Jet-Synchron an sich jetzt auch One Cut Galatea ist. Das ist jetzt sogar noch besser, weil du halt dann das Crescendo-Scepter abmachst und dann die einfach dir so suchst, wenn du Crescendo resolven kannst. Ist kein starkes Board, aber in manchen Fällen hilfreich. So, Handjobs, spiele 3 Aschen, 3 Nibiru und 2 Lilikoo. Ich glaube, das sind die besten Handjobs, die man spielen kann in diesem Format. Asche ziemlich obvious, Nibiru ziemlich obvious. Ja, es eskaliert momentan halt, ne? Und ich glaube, Lilikoo ist ganz gut. Vor allem, wenn jetzt wieder Orkus populär ist, man kann sich auch überlegen, Skymaster zu spielen, aber ich finde halt, dass Lilikoo halt im generischen Sinne halt besser ist, weil halt auch andere Decks Effekt ist. Während Skullmeister eigentlich nur gut gegen Orkus löst, also Mirror Match, da kannst du einfach auch gleich Lancia spielen, aus meiner Sicht. Und selbst Lancia würde einige Matchups abdecken. Also, Dedico ist keine schlechte Wahl, definitiv. Die Spells einfühlig. Ich spiele tatsächlich einmal die Succession, weil wir Lip im Extra Deck spielen und das ist halt auch eine coole Sache, da ist man im. Was man im Midgame und Late-Game machen kann, falls man die Option hat, dass man sich einfach den Gesso wieder beschwört und dann halt so viele Sachen machen kann, wie zum Beispiel den Gegner Rotikan. Lip ist auch eine gute Karte, um Sachen zu removen. Und das wissen wir auch. Und ja, das ist halt ganz nett, was man da machen kann. 3 Cord Value Graves, das sind quasi 3 weitere, die kosten noch besser. Ist halt nur eine Spell, keine Handjob, aber an sich ein super Interrupt. Oder Negate oder was weiß ich was, wie man das nennen will. Eine Superkarte, auf jeden Fall. Und wir hassen Handjobs, das wissen wir. Das ist allseits bekannt. 3 Mystic Mine in diesem Bild. Mystic Mine ist eine super, super wahnsinnige Karte. Das ist ziemlich bekannt. Was aber noch krasser ist, ist, dass das Deck sehr gut mit Mystic Mine harmoniert. Dadurch, dass wir halt immer die Option haben, zu entscheiden, ob wir jetzt mit Mystic Mine weiterspielen oder nicht. Wenn nicht, dann können wir einfach Return auf unserem Ding Gears zu machen, können dann Karten ziehen und dann haben wir freies Feld, haben wieder unsere Effekte. Oder wir haben halt ein Monster, der Gegner hat 3 und du machst halt Return, ziehst 2 und dann hast du keine Monster, der Gegner hat halt Monster und dann musst du halt erstmal ein bisschen mein clearen. Und währenddessen hast du so viel Zeit, deine Ressourcen zu sammeln, damit du halt deinen Gegner unter Druck setzt und dann sagst, ja, ich habe mehr als du und dann gewinnst du einfach. So ist es halt. Außerdem, wenn man selber gemystic mined wird, hat das Deck generell keine großen Probleme. Außer das Feld ist überbeladen, aber das ist halt nur ein Fail, wenn man halt komplett übertreibt. Im Normalfall geht man halt einfach eine Galatea oder einen Dorgen Gears und macht ein Ding Gears so und sorgt dafür, dass man so wenige Monster wie möglich hat, falls man Return nachzieht. Oder einfach einen Gears zu haben, damit man protecten kann. Weil der sich halt selbst protectet und das ist halt so ein. Schon krass genug, der Protection-Effekt ist kein aktivierender Effekt, deswegen könnt ihr halt unter Mystic Mine diese Sachen machen. Ja, und den Gears muss man erstmal loswerden, ne? Und dann unter dem Gears ist noch das eine Material, was ihr attached, was wichtig für das Resource-Game ist. Und außerdem, ja, Mystic Mine zerbastet diesen Deck. Mystic Mine plus den Gears ist ein sehr solides Board. So einfach wie es klingt, es ist tatsächlich sehr effektiv. 3 Allure. Allure ist wahnsinnig in diesem Deck, weil wir halt unsere Orkus-Karten banishen können. Für Galatea und so ein Kram. Das ist halt cool. Returns zum Karten ziehen. Der einzige Nachteil an Return, dass er halt leider once per turn ist, sonst wäre das halt komplett busted. Aber ist halt leider so. Natürlich muss Yu-Gi-Oh! Fair sein. Babel und 2 Crescendos. Da der Build so langsam ist oder langsam ausgelegt ist, schadet es nicht, 2 Crescendos zu spielen. Das ist halt schon ziemlich. Gut. Und außerdem können wir halt damit, wie gesagt, Gearsu suchen. Paar Ideen, falls ihr entweder keine Gearsus habt oder vielleicht noch Anregungen braucht. Der erste Vorschlag ist, ihr könnt theoretisch Foolish Bugle spielen. Die Karte, mit der Karte könnt ihr Crescendo senden. Mit Crescendo könnt ihr dann einfach Gearsu suchen. Nur das Problem ist halt, dass ihr ein bisschen begrenzt seid in Sachen Optionen. Ihr könnt zwar den Token special, aber ihr könnt mit den Token einfach gefühlt nichts machen. Weil ihr den nicht weglegen könnt für den Kurigo, weil ihr nur noch auf Datenmaschine gelockt seid. Das ist halt ein Nachteil. Und wenn ihr halt statt Götz einfach Armer, Greffer und Rota spielt, wie vorher,
habt ihr mehr Möglichkeiten. Ist auch eine sehr gute Option, falls ihr euch nicht Gearsus leisten könnt. Das Deck funktioniert auch, wenn ihr einfach nicht Gearsus spielt und anstattdessen einfach Armaleid, Griffa und Rota spielt. Funktioniert genauso gut, aber wenn ihr halt die Gearsus habt, ist halt perfekt. Ihr habt noch mehr Freiheiten als jetzt noch mit Armaleid und Griffa. Aber an sich auch gute Alternativen, falls ihr es entweder Gearsus nicht habt oder ihr sucht mehrere Starter, um eure Orkut-Base zu machen. Ansonsten ja. Und falls ihr, hoppala, tut mir leid. Falls ihr die Liste spielen wollt mit Haikyuu, Fiprax, Union Carrier oder ich spiele auch gleich den Winterlock mit Jetson Cone, Scrap Golem und sowas, keine Sorge, dazu kommt doch was. Oder auch nicht. Mal sehen. Ich werde auch künftig wieder streamen, sobald ich die Zeit finde. Studium hat wieder angefangen, ne? Und falls ich die Zeit finde, werde ich ein bisschen Duolingo oder Edupo spielen und dann ein paar Orkus-Sachen demonstrieren. Ich teste gerade eine ziemlich coole Liste und dann könnt ihr halt ein bisschen zuschauen, wie ich das so gebaut habe, was ich davon halte und was Funktionen ich da so mache und ja, dies, das. Ihr könnt dann einfach zuschauen, wie ich Orkus spiele. Das ist halt schon cool. Extra Deck, 3 Galatea, ein Long Gearsu, 3 Ding Gearsu. Also in der Liste finde ich halt 3 Ding Gearsu wahnsinnig, weil du dann weniger Sorgen hast, dass du halt ein riesiges Ding hast. Außerdem eine super Karte, um deine Ressourcen zurückzubekommen, weil du halt alles attachen kannst. Und die Spoke mit Mystic Mind natürlich. Den Gearsu super. Also ich habe dann, also in vielen Fällen, falls das Spiel wirklich langsam ist, da brauchst du wirklich 3 Ding Gearsu, um einfach dich durch die Wand bohren zu können. Und das ist halt cool. Linkoribo, den brauchen wir für Gearsu, aber auch für Best Bombard, falls wir Normal Best Bombard machen. Lip ist cool. Lip ist lit. Das habe ich ja selber erfunden, gefühlt. Diesen Spruch. Aframax, Bossword und Zeroboss als unseren riesigen Monster. Aframax ist eine coole Interaktion mit das beste Exeggmod aller Zeiten, womit wir auch Unicorn beschwören können. Ich bin auch nur für auch Phoenix im Fall der Fälle, falls man gegen TTBO kämpfen muss. Und natürlich, wie gesagt, das beste Exeggmod aller Zeiten, Masquerena. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Hätte ich 600 Euro parat, würde ich mir sogar die Starlight holen. Aber ich finde die japanische schon cool. Ja, das war die Orkus-Liste. Wie ich das spielen würde, wenn ich First gehen würde. Jetzt, abgesehen davon, dass ich halt nicht den Winterlock oder andere Locks spiele, ist das eigentlich eine ziemlich solide Liste. Eine sehr simple Liste, die man ganz einfach spielen kann, wenn man halt die Orkus-Karten mal einmal durchgelesen hat. Es ist ein simples Deck, also ein simpler Bild. Man kann halt direkt anfangen, falls ihr Bock habt, das Deck zu spielen und dann ein bisschen zu lernen, wie das ist, mit den Karten umzugehen, ist das eigentlich ziemlich perfekt. Und dann könnt ihr halt euch steigern mit ein paar Kombo-Sachen wie dem Minderlock zum Beispiel. Ansonsten, das war's. Bis zum nächsten Stream oder Video, was auch immer ich als nächstes machen werde. Und tschüss.